So, da Freunde der guten Nachtmusik. Heute machen wir heute bauen wir eine Car-HiFi-Anlage in ein Audi 80. Und du stellst dich mal wieder schön außerhalb des Bildes hin. Aber das kennen wir ja mittlerweile von Kollege Schnürschuh. Warte, fehlt was. Da ist mir schon ansehen. Hallo, guten Tag. Dann dreh dich einmal herum. Also werden wir heute in den Audi 80, der hinter mir steht, eine Car-HiFi-Anlage einbauen, die sich hier befindet. Ja, das Pluskabel, das muss ja auch irgendwo liegen. Da, Flo hat es schon in der Hand. Wir haben hier das ganze Set da. Muss ich bloß mal gucken, ob. Ja. Jetzt ist es scharf. Pluskabel, Massekabel, Cinch-Kabel, Remote-Kabel. Remote-Kabel liegt aber hier unten. So, da gehen wir mal hier vor. Die Autobatterie, sagen wir es mal so, ich will mich zwar jetzt nicht rechtfertigen. Aber ich habe sowas von null Plan von deutschen Autos, wo ich wiederum nicht weiß, wo hier die Autobatterie ist. Aber ich denke mir mal, dass es dieser das silberne Teil hier ist, dass die hier irgendwo drunter ist. Oder zumindest hier in das runde Teil. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß es schon. Jetzt müssen wir den Batteriedeckel noch runterkriegen. Siehe da ist sie ja. Genau. Ja. Das ist ein Gut, wir schwenken mal hier rüber, da hängt eine japanische Flagge, da fühle ich mich schon gleich etwas wohler. Es ist ein Audi 80 mit 1, also Audi 80, Baujahr 88 mit 1,8er S-Motor. Also es ist die volle Typenbezeichnung ist Audi 80 Typ 89 1,8S. Und warum ich gerade so in der Ecke unten war, ich musste aufs Display schauen, damit er auch wirklich im Bild ist und nicht irgendwie das Kamerabild so aussieht, wenn wir reden. Gut, dass ich etwas im Bild bin. Schöne Brüste. Ach ja. Nein, ich habe nicht getrunken. Ich bin immer so, falls Fragen entstehen. Heuschnupfen ist nichts Schönes. Für die Leute, die da draußen nicht wissen, was sowas ist. Bazillenschleuder, ganz einfach. Kurzform. Weil, wie war das? Wir wollen eine Car-HiFi-Anlage einbauen, ne? Und spielen so am Auto rum. So, Leute. Dadurch, dass das erste Video wird, wo wir eine Car-HiFi-Anlage einbauen, Motorraum ist nicht zu sehen. Ja. Kameraperspektive ist mal ein bisschen höher, aber egal. Ne, wie gesagt, das ist das erste Video, wo wir eine Car-HiFi-Anlage einbauen. Meine Car-HiFi-Anlage mittlerweile, keine Ahnung, die siebte, sechste oder siebte. Ja, YouTube. Hä?
Vlog oder was? Vlog, ja. Ich hab noch nie geschafft, mal deinen Kanal anzubieten. Oh, du Geld in die Hand genommen. Ja, 600 D gibt's auch nicht zu Nulltarif. Ich bräuchte noch mal deine Spritze. Eindeutig zweideutiges Denken. Das Pluskabel. Bin sofort wieder im Bild drin. Genau. Das ist das gute Stück. Legen wir mal so hier hin. Aufpassen wegen Kontakte. Lassen wir mal hier so runter hin, damit sie ja keine Bauteile hier wegen Masse und so berühren. Das ist bucheheiß hier vorne der Kühler. Also, mal eine kurze Erklärung. Das Pluskabel hier, ne? Das ist das, was vorne an die Endstufe kommt. Dann machen wir es mal scharf, genau. Ist. Genau. Ist so eine Ringöse. Die wird hier festgemacht. Also jetzt nie irgendwie ausfällig werden. Das Pluskabel ist nicht von mir so gemacht worden. Das war schon. Ja, Ausrede über Ausrede. Nein, das war wirklich schon. Weil bei mir wird es sauber aussehen. Definitiv. So, damit es nie so sichtbar ist, schieben wir einfach das Gummiteil wieder drauf. Gummischutz. Ja. Aber ich würde nochmal mit Schrumpfschlauch arbeiten, weil das ist ja wirklich katastrophal. Da haben wir hier eine Sicherung. Weil das genauso beschissen hier da ist. Aber ich würde sagen, ja, hier fällt ja schon fast auseinander. Ich würde sagen, ich würde hier das nochmal aufschneiden. Und nochmal ordentlich verbasteln. Genau. So, kicken wir mal kurz hier ran. Was das für eine Sicherung ist. Das ist eine 60 Ampere Sicherung. Genau. Aber eine etwas ältere, weil die neuen sind nicht mehr so gesteckt, sondern werden verschraubt. Kann ich euch dann als Beispiel mal bei mir zeigen. Weil der Übergang, also der Stromübergang durch die gesteckten, ist der Widerstand zu hoch oder sehr hoch, und da ist die Gefahr, dass die Sicherung sehr schnell warm wird. Und um flüssigeren Stromfluss zu gewährleisten, sind die neuen Sicherungen, das sind solche Sicherungsplättchen, wie gesagt, ich zeige das dann euch an meinem Auto, werden verschraubt. Da habt ihr vorne und hinten jeweils einen Kontakt, beziehungsweise eine Schraube, unten Kontakt natürlich. Dort legt ihr die Sicherung rein und schraubt sie einfach fest. Genau. So. Die Seite kommt vor an die Autobatterie. Die Sicherung sollte vorne an der Autobatterie ungefähr 20 bis 30 cm das Kabel lang sein. Also von der Autobatterie an, na, bis zur Sicherung. Damit man es dann auch ordentlich verlegen kann, weil es dämlich, wenn man es direkt an die Autobatterie anklemmt. Wie willst du das dann auch machen? Genau. So, meine Lieben. Weil man ja so eine Arbeit ja auch nachts macht, wenn es dunkel ist. Anders hättest du es heute machen können, weil es gar nicht warm war. Habe ich jetzt, wie versprochen, hier dahinter einmal das Loch gefunden. Warte mal, ich mache euch hier mal ab, um euch das mal direkt zu zeigen. Wenn ich hier nie überall hinbleiben würde. So. Da habe ich jetzt da hier unten das Loch gefunden, wo wir direkt beim Fahrer rauskommen. Genau. So, der Fahrer ist jetzt aber allerdings schwarz und ist hier unten.
Man sieht aber allerdings nicht, weil das Bild so dunkel ist, genau. Und ziehen halt jetzt das Kabel durch. Aber ist ja nicht das erste Video, was in der Dunkelheit gedreht wird. So, ich bin gerade ein bisschen durchgedreht, aber ansonsten einen herzlich willkommen zurück in diesem Video. Ja, gut. Das ist jetzt der Innenraum von Flo seinem Audi 80. So wie es aussieht, hat der Flo, warte mal, ich drehe mich jetzt mal so rum. Hier das Kabel, hier hinter verläscht. Komisch, dass man, ist schon ein bisschen mau, dass man hier nicht sieht. Ja, es geht hier nach hinten. So. Und, ja, also das Kabel geht hier oben. Lemmy. Ja. Genau. So, auf der Seite kommt dann genauso wie er es hier verlegt hat, hier auf die andere Seite. Jetzt hat er natürlich das Licht mir wieder weggenommen unter der Kamera. Hier dann das Cinch-Kabel lang. Und wir sehen uns dann wieder. Das ist einfach nur zu dunkel für die Kamera mittlerweile. Es tut mir leid für die schlechten Bildverhältnisse. Ja. Dummes Gequatsche, weil ich weiß nicht wirklich, was ich jetzt dazu sagen soll. Nee, Spaß. Genau. Von der anderen Seite wird, wie gesagt, das Cinch-Kabel verlegt. Das Plus-Kabel ist jetzt hier auf der Fahrerseite, obwohl ich mir eigentlich genau andersrum angeeignet habe, aber geht halt nie anders. Und da werden wir uns erstmal die Endstufe bzw. das Kabel ist jetzt dahinter gelegt, genau. Kommen wir mit dem Kofferraum. Hier kommt natürlich auch mit. Es war ein bisschen dunkel. Da kommt er mit der Lampe. Ja, super. Genau. So, da liegt da, oder? Das kann jetzt bitte wackeln. Ja. Reicht das? Liegt da jetzt das Pluskabel. Der Woofer wird wohl hier komplett den ganzen Kofferraum oder die Hälfte vom Kofferraum einnehmen. Ja, also die Endstufe werden wir dann wahrscheinlich die Endstufe werden wir dann an die Bassbox mit dran schrauben und die kommt dann dort, also ich würde mal sagen hier dort so hin. Ist dann bloß die Frage, ob das Pluskabel so reicht. Das Massekabel muss Flo sich dann suchen, wo dann im Pluskabel in Haut. Entweder hier, aber das würde ich nicht gerade empfehlen, weil ich habe damit auch aufgehört. Da hinten, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich denke, glaubt man nicht. Hier hinten irgendwo sehe ich eine Schraube. Und nimm das Ersatzrad dann raus. Ja, du kannst das so an das Ersatzrad dran schrauben, wenn du irgendwo eine Schraube findest. No. Ansonsten einfach bloß irgendwo einen Massekontakt nehmen und das dann dort anschließen. Das muss nur mit der Karosserie verbunden sein. Mhm. So, das Audiokabel wird wahrscheinlich dann irgendwo da oben, ja, das kommt dann rauskommen oder reinkommen. Und hoffentlich ist das dann wenigstens, ja, das müsste so lang sein, dass es an die Endstufe passt. Genau. Oder liegt die oben? Ja. Ja. Wir haben jetzt erstmal hier vorne das Cinch-Kabel verlegt. Wir haben es erstmal grob ins Auto reingeschmissen. Wir sind jetzt nämlich erstmal dabei, das Cinch-Kabel. Warte mal. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Da unten. Da liegt's. Das ist hier über den Rahmen hier lang gelegt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mein Stativ ein bisschen eingeölt. Jetzt knatscht das nicht mehr. Jetzt
Ich habe ja eine wunderbare Kameraführung, also ohne dass ich irgendein Geräusch habe. Ganz ehrlich, ich kann hier meckern. Kannst du mal bitte im Werkzeugkoffer gucken? Bloß das. Genau, hier. Jetzt nimmt er mir das Licht weg. Also. Wir sind. Wie gesagt. Soweit, dass wir. Was heißt soweit? Wir haben jetzt erstmal, wie gesagt, das Cinch-Kabel in den Fußraum gelegt. Wir sind jetzt am Autoradio, versuchen das Cinch-Kabel jetzt ans Autoradio anzuklemmen. Weil wir kriegen das Radio nie raus. Jetzt versuchen wir komplett hier vorne alles abzuschrauben. Tja, dann muss halt mal die komplette Mittelkonsole raus, oder? Das tut man nicht für Ton und Klang. Also ganz ehrlich, ich hab das mit meinem Japaner, war das einfacher zu bauen. Aber bei meinem Japaner breche ich mir aber auch das Handgelenk und die Finger, wenn ich sowas mache. Hier kommst du wenigstens einfacher ran. Hast du hier oben nichts, wo du das Ding drauf dranhängen kannst oder so? Nicht, alles gut. Sehr schön. Genau. Da wolltest du ja gar nicht ran, oder? Jo. Da haben wir einmal SW, Front und. Oder Front ist so und Reader. Also kannst du hier quasi. Ich hoffe, das sieht man jetzt so an sich. Reader, Front ist vorne, Reader ist Heck, also hinten die Lautsprecher. Kannst du extra, du kannst eine Vierkanal-Endstufe dran tun. Also Woofer ist hier oben. SW, denke ich mal. Also das ist ja. SW, Subwoofer. Ja, genau. Super. Da haben wir die Erfahrung jetzt gesammelt. Nennt man so in der Fachsprache. Männlich, weiblich. Normal ist jetzt kein zweideutig oder sowas. Ist genauso wie bei XLR und bei Speakon sagt man genauso männlich und weiblich. Das ist ganz normale Fachsprache. Haben wir das jetzt bei Rear angeschlossen, also quasi bei den hinteren Lautsprechern. Der Nachteil daran ist, dass quasi die Endstufe die komplette Bandbreite von der Frequenz abkriegt und nicht die gewollten 80 Hertz, die ist direkt nur für den Subwoofer dann hier das Radio, die 80 Hertz direkt für die Endstufe, für den Subwoofer quasi rausschickt. Ist auch kein Thema mit der kompletten Bandbreite, weil du die Endstufe eh auf den Frequenzbereich einstellst, der für den Subwoofer gedacht ist. Aber auf die Einstellungen kommen wir dann später zurück, wenn es dann soweit ist, wenn wir dann die Endstufe anschließen, dann komme ich auf die ganzen einzelnen Frequenzen zurück.